Yo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Warte Jamming. Ich meine, Warte Gaming, wie kommt das denn? Heute öffnen wir eine epische Truhe, ich glaube sogar noch eine, und dann noch zwei Clan Chests. Also eine auf meinem Hauptaccount und die andere auf einem zweiten Account. Also die erste epische Truhe, da kriegen wir erstmal zwei Klonzauber, die sind scheiße, Tornado geht so, sieben Executioner, schon ist geil, und 9 Freeze Zauber. Nein. Nein, das akzeptiere ich nicht. Nö. Nö, das geht nicht. Nein. Nein. Na gut, das Video muss jetzt auch weitergehen. Also tippe ich mal weg. Jetzt kommen wir zur Clan-Truhe. Level 10. Ich werde das abregen. Okay. 30 Minenwerfer, 40 Minenhorden, 45 Elite-Barbaren. 124 Eisgeister. 27 mal das Battle Ram. Ein Koboldfass und ich kriege eine legendäre. Wow. Oh, ein Miner. Nice. Ich brauche nur noch zwei dann weitere Miners, dann habe ich ihn auf Level 3. Ich glaube, das kostet sogar 20.000 Euro, es abzugraden. Also ist schon ziemlich viel. Hier ist die nächste Clan-Truhe. 7 Kanonen, 15 Eisgeister, 24 Minenwerfer, 88 Bomber, 107 Barbaren, nicht schlecht, 2 Skeleton-Armies und 27 mal das Battle Ram. Jetzt kommen wir zu der weiteren epischen Truhe, also heute doch recht zwei epische Truhen und eine Skeleton Army, 4 Golems, nice, die meinen Prinz benutze ich nicht. Ich brauche doch nicht den Eiszauber! Zweimal hintereinander in zwei Epic Chests, was soll das? Okay, jetzt sehen wir hier weitere Turniertruhen, also die gehen eigentlich voll so, weil es halt eine Classic Challenge und ja, sehen wir mal das Battle an. Nicht schlecht. Ja, und jetzt sind wir in einem Live-Kampf gegen... Ach, keine Ahnung, ich habe keinen Bock, den Namen auszusprechen. Jetzt habe ich seinen Miner gekontert mit Minions. Und jetzt setze eine Hexe. Der Blitzzauber wäre eigentlich nicht verkehrt, doch ich hatte keinen Bock, ihn zu setzen. Dann regelt halt das Babydrache. Ne, der Babydrache, ja, der Babydrache. Er setzt Bogenschützen. Ich setze mein Kampfholz. Babydrache kriegt leider keinen Hit raus. Ich setze eine Elixierpumpe und er setzt ein Musketier. Nein, er setzt einen Ofen und da kommen seine Feuergeister. Und die zerstören natürlich meine Minions. Und der Tunnelgräber attackiert meine Pumpe und tankt für diesen einen Feuergeist. WTF. Den Lightning müsste ich glaube ich nicht setzen. Oder habe ich ihn gesetzt? Ne, habe ich nicht. Oh, ich habe einen Kuchen gesetzt, okay. Die Feuergeister mit den Skeletten abgewehrt. Ja, erfolgreich. Ah, ich glaube jetzt setze ich den Blitz. Ja. Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt setze ich das Babydrache und... Oh nein. Bogenschützen und... Musketier. Grün geht aber schnell down. So ein richtiger Wichser. Spam Buildings. Also ein Ofen. Ja, sieht schlecht aus, oder? Der Tower fällt. Ja, der fällt. Sein Minipacker mit Skeleton abgewehrt. Ja. Und jetzt halt verteidigen. Oder auf drei Kronen pushen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ja, ist das eine Elixierpumpe. Ja, weil er hat jetzt seinen Miner verbraten und konnte deswegen meine Elixierpumpe nicht angreifen. Und da habe ich noch die Baby. WTF. Haha, fail. Er setzt seine Rakete auf meine Elixierpumpe und trifft dabei noch den King Tower. Schlecht. Oder er hat einfach keinen Bock mehr. Kann auch sein. Gut, ja, dann pushe ich halt auf drei Kronen. Blitzzauber bereithalten. Leider kein Elixier. Dauert etwas. Ja, jetzt ein. Ja, Musketier tot. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen könnte, drei Kronen zu kriegen. Ne, ich glaube, zeitlich schaffe ich das nicht. Nee. Schaffe ich nicht. Aber dafür habe ich gewonnen und es ist ein starker 1-0. Ja.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Match over. Gewonnen und erstmal richtig hart auslachen. Wieso? Weil ich's kann. Ja, und jetzt kommt noch ein zweiter Kampf. Ich spiele jetzt ein anderes Deck, so ein Zap Bait Deck oder Lock Bait Deck. Ich glaube, das würden viele von euch nicht so mögen, aber ist mir egal. Egal, ja gut. Ich kann es halt einfach. In der Tat. Jo, ich setze in Inferno Tower, hab die Feuergeister gesetzt. Nice. Und die Skeleton Army erledigt alles. Nice. Er setzt eine Princess, ich setze einen Log und lache ihn aus. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe Obst geschrieben. Ich meine, wie kann das sein? Das wollte ich gar nicht. Der Princess kriegt noch einen Hit raus. Inferno Turm. Okay, macht ein bisschen Schaden. Sauber, der rechte Turm hat den zweiten Elite-Barbar ausgelockt und einer hat zwar überlebt, aber hat nicht viel Schaden gemacht. Jetzt kommt eine Goblin Barrel und ein Zap. Nee, BTF ein Packer, okay. Also er hat einen Zap. Oh nee, er hat keinen Zap, er hat Feuergeister. Oder auch einen Zap, das weiß ich jetzt nicht. Oh, okay. Inferno-Turm. Okay, super. Feuergeist. Ah nee, eins hat überlebt. Und Skeleton Army. Oh shit, der hat einen Zap. Scheiße. Inferno-Turm. Oh, sieht gar nicht gut aus. Miner gegen den Packer. Schafft er das oder schafft er das nicht? Jawohl, Pekka kriegt keinen Hit auf den Turm. Super. Jetzt Prinzessin oder Kobold? Was? Ne, ich glaube Prinzessin, ja. Okay, kriege ich mindestens einen Hit raus. Sogar zwei. Nice, den dritten Hit auch noch. Okay, er hat einen Pekka gesetzt. Ich setze eine Minion-Horde. Und Skeleton Army als Verteidigung der Feuergeister. Meine ich ganz gut. Jetzt kommt halt mein Tunnelgräber. Oder auch nicht. Nee, Kobold was, ja. Oh nee, Elite-Barbaren. Okay, ich habe dafür jetzt den Inferno-Turm, das Kampfholz. Lol. Inferno-Turm roastet die Prinzessin. Und jetzt die Minion-Horde. Sein Zap bringt bei meiner Minion-Horde gar nichts. Und dann tanken die Minions und der Miner für das Koboldfass. Oder auch nicht. Und der Turm fällt. Nice. Jetzt pusht er wieder mit seinen Elite-Barbaren, aber sind ja noch 12 Sekunden übrig, also das Game habe ich gewonnen. Nice. Jetzt kommt er mit seinem Battle Ram. Einfach mal auf die andere Seite den Fernenturm platzieren. Zappen und auslachen. Boah, ich bin so mies, ich lach die Gegner mal aus, wenn die verlieren. Immortal Limit reached. Ja, nice. Und jetzt kommt noch ein dritter Live-Kampf. Ja. Oh, Kobold, was? Skelette, schaffen sie es? Lol. Lol, ich hab das 3 Elixier Kobold, was mit einem Elixier gekontert. Positive Elixir Trade. Hä? Lol. Okay. Und schon wieder. Lock gegen Prinzessin. Positive Elixir Trade. Okay, der hat einen Inferno-Turm. Gleich mal ein Holz mal ja drauf geben. Minions. Oder Blitz. Ja, jetzt ist es Blitz. Perfekt. Inferno-Turm, Blitzmagier und der Gegnerturm sind getroffen worden vom Blitz. Okay, der hat Elite-Barbaren. Fuck. Geil, meine Mini-Golems tanken für die Minions. Ja, schon 2000 Schaden gemacht am Turm. Nice. Gleich in der ersten Minute. Jetzt setze ich einen Elixier-Collector und versuche wieder das Koboldfass mit dem Skeleton abzuwehren. Hat jetzt aber nicht so gut geklappt. Was? Was soll das? Wieso habe ich Internetprobleme? Mann! Ach Scheiße! Kann sein, dass ich jetzt Three-Crowned werde. Richtiger Scheiß. Ich versteh's nicht. Immer wenn ich
Oder nicht immer, halt meistens. Okay, er hat noch nichts gesetzt. Meistens, wenn ich halt in Führung bin bei den Spielen, verliere ich das Internet und dann habe ich verloren. Das ist richtig frustrierend, Alter. Okay, naja, weiter im Text. Okay, er setzt gerade irgendwie nichts oder er spart noch auf irgendwas. Ich setze mal den Lightning. Auf den Phantom. Okay, lol, einfach mal beide Elite-Barbaren getötet. Und den Phantom. Sein Kobold war abgewehrt. Prinzessin und sein Turm sind gefallen. Und, lol. Hä, wir gewinnen das. Nice. Okay. Ich nehm's zurück. War gar nicht so schlimm, dass ich Internetprobleme hatte. Ich meine, kann man ja trotzdem gewinnen. Ja. Also muss ich halt auch zu Ende spielen. Meinen linken Tower lasse ich einfach mal. Was soll das denn jetzt für ein Fernrohrturm sein? Jetzt sehen wir ganz woanders. Okay. Gewonnen. 3-0. Ja, also es kommt ja nicht. Es kommt auf den Skill des Spielers an. Und da ist es ja nicht schlimm, wenn man eine Internetverbindung und wenn die Internetverbindung unterbrochen wird. Okay. Was glaube ich da für einen Scheiß? Ja, das war's dann auch mit dem Video. Ciao. Okay, tschüss.